willkommen zu einem neuen Video, natürlich hier mit meiner Mutter. Hallo, ich grüße euch recht herzlich. Heute haben wir Kartoffelgratin. Schmecken sehr, sehr lecker. Ich würde euch empfehlen, das nachzumachen. Also, es ist auch ganz einfach zuzubereiten und schmeckt einfach so lecker. Man muss es einfach machen. Am nächsten Tag habe ich es vermisst, aber leider war es schon alle. Mit wenigen Zutaten kann man diesen Gericht zubereiten. Und jetzt gehen wir auch schon zur Zubereitung. Die Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox. Wir haben hier Kartoffeln und die schälen wir erstmal. Wenn wir fertig sind mit Schälen, dann waschen wir es und sieben das Wasser. Anschließend reiben wir die Kartoffeln in Scheiben. Hier seht ihr, wie dünn die Scheiben sind. Hier haben wir Milch und jetzt geben wir eine Packung Sahne hinein. Jetzt geben wir die Gemüsebrühe hinein. Unsere Gemüsebrühe ist öfters klumpig. Das ist kein Problem, wenn es bei euch auch so ist. Davon geben wir 2 Esslöffel hinein. Jetzt geben wir 2 kleine gestampfte Knoblauchzehen hinein. Jetzt geben wir anschließend schwarzen Pfeffer hinein. Und das verrühren wir gut miteinander. Wir mussten es ein bisschen gründlicher verrühren, denn bei uns war es ja so, dass unsere Gemüsebrühe klumpig waren und bei uns hat es sich nicht so viel aufgelöst, aber das ist nicht so schlimm, weil wir lassen es ja kochen. Gebt Salz nach Geschmack hinein, wir haben 1 Teelöffel hinzugefügt. Jetzt geben wir unsere Kartoffel in einen Topf hinein. Jetzt gebt ihr die Milch-Sahne-Mischung hinein. So, das verrühren wir gut miteinander. Wenn ihr auch so welche Klümpchen habt wie wir, dann achtet darauf, dass die Klümpchen unter der Milch sind. Schaltet euren Herd auf die höchste Stufe. Wenn es angefangen hat zu köcheln, dann schaltet euren Herd auf die mittlere Stufe. Und das lassen wir 10 Minuten lang köcheln. Zwischendurch insgesamt 3-mal verrühren. Es würde uns freuen, wenn ihr uns auch auf Instagram folgt. Wir haben unser Auflaufform nicht eingefettet. Jetzt geben wir die Kartoffelmischung in unsere Auflaufform hinein. Schreibt uns doch in die Kommentare auch, ob ihr diesen Rezept nachgemacht habt, weil das würde uns auch freuen, wenn ihr in den Kommentaren auch was reinschreibt. Verteilt die Kartoffel gleichmäßig mit den Löffeln. Gebt Käse nach Geschmack darüber. Ihr könnt Gouda, Butterkäse oder auch Parmesan benutzen, das ist euch überlassen. Das Ganze backt ihr bei 220 Grad, ca. 25 Minuten. Der Käse sollte goldbraun sein. Den Ofen haben wir nicht vorgeheizt. So, das war's auch schon mit diesem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Abonniert doch unser Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Diese Kartoffelgratin, die ist sehr, sehr lecker. Also ich würde euch empfehlen, es nachzumachen. Es lohnt sich und es ist auch ganz einfach zuzubereiten. Und dann würden wir auch schon sagen, tschüss!